Es war einmal, das ist die Geschichte der Teufel mit den drei goldenen Sackhaaren. Es war einmal ein Teufel, der drei goldene Sackhaare hatte und die wollte nicht hergeben. Und parallel zu dieser Situation kam ein Kind zur Welt und dieses Kind war zufällig ein Glückskind. Die Mutter war total glücklich, hey, Wahnsinn. Ich habe ein Kind, das ist ein Glückskind und genauso auch vom Teufel Mutter bzw. die Großmutter hat gesagt, Wahnsinn, mein teuflischer Sohn hat drei goldene Sackhaare. Also sie haben alle gejubelt vor Freude. Eines Tages ging die Mutter, keine Ahnung warum, zur Wahrsagerin und hat gesagt, hör zu, die Situation sieht folgendermaßen aus. Mein Sohn ist ein Glückskind. Könntest du bitte kurz regeln, wie es aussieht, wie sieht die Zukunft von ihm aus und wird er irgendwann mal beschnitten oder soll ich es jetzt machen? Die Wahrsagerin hat gesagt, du, ich kann nicht die Zukunft sehen, aber alles, was mit Beschneidung zu tun hat, sollst du, glaube ich, einfach einen Arzt fragen. Die Mutter sagte, Entschuldigung, ich habe gedacht, du bietest so ein komplett all-inclusive. Sie sagte, nee, denken viele, weil ich halt mehrere Scheren und Messer habe, aber dafür bin ich nicht zuständig. Die Mutter sagte, vielen Dank für die Info. Sag mal bitte, was geht jetzt mit meinem Kind? Sie sagte, du hör zu, mit 14 Jahren wird dein Sohn, ziemlich früh, aber die Tochter vom König heiraten. Und das darfst du halt niemandem sagen, weil es einfach gesetzlich verboten ist. Die Mutter notiert sich alles, Wahnsinn, ist ja interessant. Ja, und wenn es dann älter ist, wird es auch mit 16 wird's anfangen, Drogen zu nehmen. Mit 17 wird es einen Skateboardunfall haben, wird aber nichts passieren. Und sonst auch, alle Menschen werden ihn lieben. Mutter freut sich total und sagt, Wahnsinn, danke, super, sollen wir's, machen wir es über die Kasse oder sollen wir gleich bezahlen? Oder wie machen wir es? Die Wahrsagerin sagt, du machst, bist du privat versichert oder normal? Sie sagt, ganz normal. Du, dann machst, ey, dann machst, machen wir es über die Kasse. Die Mutter sagt, gut, dann machen wir es halt über die Kasse. Ich habe aber einfach nur gefragt, wie man es machen soll, weil es mich halt interessiert hat, weil jeder rechnet es anders ab. Die Wahrsagerin sagt, gut, ich habe dich schon verstanden, deswegen habe ich gefragt, ob du es privat versichert bist oder gesetzlich. Die Mutter guckt verdutzt und sagt, das habe ich doch gerade gemeint. Und ich sage, ich bin gesetzlich. Die Wahrsagerin sagt, ja, also. Das Glückskind sagt, du, am besten, ihr versöhnt euch wieder und strahlt sie beide an. In dem Moment guckt sich Wahrsagerin die Mutter an und sagt, da wäre ich auch dafür. Gebt ihr einen Backenkuss, die Mutter dann den Sohn noch einen Kuss, kleine Junge, dann wieder die Wahrsagerin und wieder hin und her. Es ging dreiviertel Stunde oder so. Lass es eine Stunde gewesen sein. Sie werden älter, es wird 14 Jahre und der König kriegt mit, dass der 14-Jährige ziemlich viel Glück hat. Er geht hin und sagt, hey, die Situation gefällt mir gar nicht. Dieser Junge hat unfassbar viel Glück. Ich habe es vererbt bekommen, meine Familie hat dafür gearbeitet. Der Junge hat einen Scheiß dafür gemacht. Du hast einen Scheiß dafür gemacht! Ich werde dich jetzt in den Karton packen, ins Wasser werfen und wegtreiben lassen. Die Mutter sagt, wenn du das machst, du, das können wir auch beim Jugendamt regeln. Die werden dich anzeigen, du wirst zahlen müssen. Der König hört gar nicht drauf, packt das Kind in eine Schachtel, eine ziemlich große Schachtel, und lässt sie treiben. Die Mutter guckt verdutzt. Gut, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es wirklich durchzieht. Bewundernswert. Ich mag Leute, die einfach ihre Sachen durchziehen, so knallhart. Warst du früher schon so? Der König sagt, nee, früher war ich noch nicht so. So habe ich mir so angeeignet. Scheint interessant. Der König fragt, hast du Bock, Wein zu trinken? Die Mutter sagt, ja klar. Dann haben sie sich verliebt und waren zusammen. Als er bei dem Müllers Kind und ankam und bei der Müllers Familie, sagte Müller, hör zu, ich werde dich hier aufziehen. Wenn du wieder weggehen willst, dann musst du mir die drei goldenen Sackhaare abchecken vom Teufel. Der Junge sagt, was, der Teufel hat Sackhaare goldene? Sagt, ja, frag nicht so viel, holste, dann bist frei. Der Junge sagt, also gut, dann mache ich's halt, wenn ich frei bin. Dann geht er ans Tor, vor der Hölle und da waren zwei Wächter und sagt, hör zu, ich bin beauftragt, hier was abzuliefern. Konnte er nicht sagen, dass er die Sackhaare von deren Chef will. Ich muss hier was abliefern, es wäre ganz geil, wenn ihr mich reinlässt.
Die Wächter sagen, hast du einen Gewerbeschein, dass man dich reinlassen oder einen Lieferschein? Der Junge sagt, nee, aber einen Code. Und den könnt ihr einscannen davon und das ist der Richtige. Der Junge war, wie gesagt, ein Glückskind und sehr gut, was IT betrifft. Er war mehr oder weniger ein Crackhead. Als er dann hingehen, als es geklappt hat mit diesem Penis schon reingegangen und hat sich umgeguckt und gesagt, dieser Motherfucker lebt ganz gut, dieser teuflische Motherfucking Son of a Bitch. Er lief weiter und schaut sich um, da lag der König. Splitternackt, deckt sich nicht mal zu und denkt, bildet sich ein, dass die drei Sackhaare ihn wärmen oder was. Was glaubt, verzählt. Er geht hin und sagt, packten an der Eier, hatten aber einen Schwitzkasten, packten an der Eier, greift rein, fühlt, spürt, aha, ich gut und reißt die Haare raus. Also hatte zwei Erkenntnisse. Einmal, dass man sich einfach Dinge nehmen kann. Er rennt raus. Die Oma von ihm, also die Oma vom Teufel, hält ihn auf und sagt, Junge, ich habe einen Geheimgang. Der Junge wundert sich, du bist das Oma vom Teufel, wieso hilfst du mir? Glaub mir, komm mit. Verwandelt ihn in eine Ameise, packt ihn in den Rock und lässt ihn unterirdisch rauskrabbeln. Als er oben ankam, verwandelt er sich wieder in normalen Menschen und sagt, Wahnsinn, die Oma hat mir gerade so viel geholfen. Ich nochmal zurückgerannt, hat gesagt, Oma, komm mit, ich lass dich frei hier. Was willst du denn hier unten auch im Kerker? Dein Enkel kümmert sich nicht mehr um dich. Dann hat sie an der Hände packt und sie sind rausgerannt. Er ist direkt mit ihr ins Altenheim und hat sie eingewiesen. Und hat gesagt, hier wirst du es besser haben. Was willst du denn da bei deinem Enkel? Sie sagt, aber ich will gar nicht. Und er schlägt schon die Tür zu. Glaub mir, es ist besser für dich. Er geht mit diesen drei goldenen Haaren, geht er zum König, wo die Mutter immer noch besoffen da sitzt und sagt, Wahnsinn, ey, Wahnsinn, du beeindruckst mich total. Ups, da ist schon mein Sohn, wo warst du denn die ganze Zeit, ey? Brauchst gar nicht denken, dass der König was dafür kann, dass du weggeschwommen bist. Der Sohn guckt sie an, Mama halt's Maul, ey. Gibt ihm die Sackhaare. Und sagt, so König, hier hast du deine Sackhaare. Aber in Zukunft wirst du mit mir nichts mehr zu tun haben. Wo ist deine Tochter? Der König guckt dann auch schon total besoffen. Hör zu, du Geist, die Scheiße. Also erstens, meine Tochter kriegst du nicht mehr. Es sei denn, du hast schon Brustbehaarung. Der Junge guckt seine Brust an, die war kahl, wie so eine Nacktkatze. Er sagt, nee, hab ich nicht. Der König sagt, ja, also dann raus hier. Der Glücksjunge täuscht an und rennt ins Zimmer. Geht hin, die Tochter sagt, was machst du hier drin? Komm bitte, du bist meine Frau. Er nimmt sie Huckepack und sie reiten los mit einem Song, der mir gerade nicht im Kopf ist, aber jetzt gerade präsent ist. Na, na, down. Every now and then I get a little bit more, just a little bit physical, down around. Every now and then I get a little bit more und reiten weg. Und der König und Mutter nicken noch mit, weil der Song auch zu deren Vertrauen passt. Und seitdem leben sie glücklich zusammen, der König und Mutter. Und die zwei haben sich aber schon wieder getrennt. Als sie sich getrennt haben, hat dann halt die Prinzessin das Pferd bekommen. Und das Glückskind ist in der Anstalt gekommen, wo er jetzt als Erzieher arbeitet. Das war die Geschichte vom Teufel mit den drei Sackhaaren, mit den goldenen drei Sackhaaren.